Ja, und damit herzlich willkommen zu Railroader. Ja, da habe ich jetzt schon länger nichts mehr gemacht und ja, der Grund dafür ist gewesen, wir haben die ganze Strecke fertig gemacht, dann hat man die ganzen Güterzüge halt einmal gefahren oder zweimal und dann wurde es dann halt ein bisschen monoton und jetzt habe ich einfach mal ein bisschen eine Pause gebraucht und ich bin am Überlegen, ob ich nicht nochmal komplett neu anfange, aber mit einem anderen Startsetup. Aber davor will ich noch was ausprobieren, denn die KI da von den Zügen hat ein Update bekommen, vor allem für die Personenzüge, und zwar die, dass der für die Personenzüge entsprechend anhält, für eine gewisse Zeit, die man einstellen kann. Ich meinte, das war hier. Nee, das ist der Mod, den wir uns später angucken werden. Ach, da. Nee, hier auch nicht. Features, da genau. Und zwar der Auto-Engineer, Crossing-Signal, also sprich beim Übergang oder hier Pfeifen, Passenger-Stop. Und dann kann man hier die Zeiten einstellen, wie lange er denn stehen bleibt. Zum Beispiel 5 Minuten. Simulation, Breaking Force, Medium, lassen wir mal drin. Zu den Map-Features hier. Ich mach das mal kurz hier alles an. So. Wir sind hier im Sandbox hier drin. Perfekt. Ich habe hier so einen kleinen Mod installiert. Wie ihr seht, schaut jetzt die Karte ein bisschen anders aus. Der Vorteil ist, dass man jetzt hier von der Karte aus die ganzen Weichen steuern kann. Die Ansicht diesbezüglich ist noch ein bisschen mäh, aber es funktioniert, wenn wir zum Beispiel hier diese Weiche da nehmen. Müsste die da sein. So, dann kann ich die hier rumstellen. Das gilt auch für die Weichen, die der Fahrdienstleiter hier machen kann. Da zum Beispiel. Unabhängig davon, ob jetzt da die Steuerung an ist oder nicht. Das finde ich noch mega praktisch. Wenn ich dran denke, werde ich den Link dazu in der Beschreibung verlinken. Ist aber auf Nexus Mods. Und ja, Goal von heute ist, wir machen uns heute ein paar KI-Züge und werden uns da selber ein bisschen stressen und dann spielen wir mal Fahrdienstleiter mit KI-Zügen. Ob das was wird oder nicht, das werden wir gleich sehen. Ich würde sagen, wir fangen dafür mit Zügen an in Andrews. Und zwar würde ich gern hier hin. So. Okay, warte mal, orientieren. Wunderbar. Steht da was? Nee. Okay, wir werden uns jetzt ein paar Züge generieren. Das heißt, wir gehen mal hier hin. Wir werden erstmal mit einer GP9 anfangen und dann Freight. Was schauen wir mal? Also sie zwei von denen, zwei von denen. Also einen gemischten. Okay. Hey, können wir ja eigentlich ein bisschen rumschaffeln. 16 Cars. Shuffle. Und dann sagen wir hier mal Place. Place Consist. So. Ach, und der rollt dann gerade schon mal nach hinten. Select. Break. Dankeschön. So. Damit ich dann hier nicht verwirrt werde, werden wir hier Operations. Oh, war das? Ich habe schon wieder zu lange nicht mehr gespielt. Wo konnte ich den Namen? Customize. Das ist FR für Freight, für E. Kann ich da 01 machen? FRE. Ne, Moment. Jetzt habe ich gerade ein bisschen einen Hirnfurz. Wie hat der andere Alaka Wort? Nein, nicht Alaka. Silber. Okay. Also FR. S für Silber. Gut, das wäre das. Okay. LD, FRS. Hätten wir das. Wir brauchen noch einen Zug. Also brauchen nicht, aber ich hätte gern einen. Ich würde sagen, wir nehmen da wieder eine GP9. Beziehungsweise wir könnten eigentlich zwei GP9 machen. So, Freight. Dann gehen wir hier mal ein bisschen her. Da zweimal, eins, zwei, so. Wunderbar. Ein bisschen rumschaffeln. Place.
Okay. Einmal da. Sogar mit unterschiedlichen Farben. So. Kannst du auch mal bitte bremsen? Equipment, Operations. Moment. Customize. Das ist Fraked Silver. So. Aber jetzt einmal FRS. Mal immer zwei Gütezüge. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine Dampfvariante. Was nehmen wir dazu? Machen wir hier mal Clear. Locomotives. So, 10-Wheeler. T21. Können wir das machen? T21. Und dann könnte man Tankwagen machen. Sie 200. Das ist jetzt ja alles leer hier. Da noch ein bisschen rumschaffeln. Place. Weil wirst du das schaffen? Okay. Auch das hätten wir. Select. Break. Was ich jetzt nicht kontrolliert habe, ist, wie schaut es denn aus mit dem Tender? 2,5, 2100. Dies ist nicht gut. 550. Okay. Also die muss ich dann alle nochmal füllen. Also dann haben wir hier drei Güterzüge. Machen wir hier mal Equipment. Du fährst bis... Wohin lassen wir dich fahren? Was da könntest du ein Zug für Bryson sein. Okay, FRB 300. Das wäre das. Dann brauchen wir noch einen Personenzug. Ich würde sagen, den lassen wir hier vorne starten. Ungefähr da. So, was immer. Da sind wir. Als Personenzug. Einmal Lokomotiven. Clear. Lokomotives. Was nehmen wir denn da? Machen wir denn die Atlantik oder die... Weißt du was, machen wir eine Berkshire Passenger? Peniska, machen wir 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal, machen wir das so. Baggage Card hier zum Schluss. 3, 4, 5. Und Place. Ist ein bisschen viel. Mal kurz selecten, auch bei dir mal die Bremse rein zur Sicherheit. Equipment Customize. Du bist jetzt ein Passenger Service für Silber. Okay. We're ready. So, dann hätten wir den. Würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Alaka. Dann lassen wir dann auch mal einen starten, beziehungsweise mehrere. So. Da könnten wir einmal hier einen Zug. Können wir da auch nochmal eine Berkshire machen, wobei, ja, könnten wir eigentlich machen. Wir haben es ja. Wir nehmen jetzt mal 3, 4, 5, 6. Ein Package Car. Los geht's. Select, bremsen, dankeschön. Und du bist Passenger Service für. Weißt du was? Andrews. PSA. Oder? Habe ich das jetzt richtig? Warte mal kurz gucken. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, holen wir uns hier auch noch einen Güterzug. Den würde ich jetzt mal wieder mit einer. Ja, machen wir das mit einer GP. Ja, machen wir mit einer GP 9. Das mal hier wieder weg. Wir brauchen Lokomotiven, GP 9. So ein Doppelding. Craigt. Wenn man damals aus der Gondola wagen. Okay.
21 Wagen, bisschen lang. Rumschaffeln. Place. Ja, da werden wir also ein bisschen nach vorne laufen müssen. Ja, kriegen wir das irgendwie hin? Ach du Scheiße, das sind. Der ist viel zu lang. Das. Nee, tu mal abbrechen. Das geht ja mal gar nicht. Das muss kürzer. Ja, okay, das ist ein bisschen overpowered. Ah, select. Bremsen bitte, danke. Dich lassen wir nach. Auch noch Andrews vielleicht. FRA. Okay. Gut, also ihr seht, wo das hingeht. Ich werde jetzt einfach überall mal so ein paar unterschiedliche Gütezüge machen. Ich würde sagen, ich mache das noch für Bryson und für Silver. Und wenn dann die Züge soweit bereit sind, werden wir die KI aktivieren und losfahren lassen. Und dann spielen wir mal Dispatcher. So meine Idee. Also, ich mache mich mal an die Arbeit. Wir sehen uns gleich wieder. So, da wäre ich wieder. Ich habe jetzt mal ein paar Züge platziert überall, wo ich dachte, da wäre es vielleicht interessant. Ich habe bei den Passagierzügen die Destinationen soweit eingestellt. Ich habe alle Loks aufgefüllt, dank eines kleinen Mods, nämlich den Utilities Mods hier. Gibt es irgendwie auch für Deeper Valley. Schaut fast gleich aus. Und jetzt, glaube ich, kann es losgehen. Mal schauen, ob der Plan soweit aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Ob wir das hinkriegen. Wir gehen mal ins Dispatcher Office hier rein. Und dann machen wir den hier. So, einmal hinsetzen. Gut. Alles klar. Das ist die Frage. Mit was für einem Zug fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen da mit Andrews an. Dann machen wir jetzt mal hier die Karte auf und tun ein bisschen cheaten. Söderle, wo ist er denn? Hier können wir nämlich dann alle gerade losfahren lassen. Der Zug da. Sagen wir hier mal Orders Road. So, Station Stop, Stop and Passing. Maximal, was gerade losgeht. So, die Züge schicken wir auch auf die Reise. Die werden sich dann beschweren, dass sie vor Rot stehen. Das ist aber erstmal in Ordnung. Schickt mal los. Orders, Road. Vorwärts. Okay. Die machen sich auf den Weg. Jetzt werden wir noch die anderen losschicken. So, wo habe ich die nächsten? Da unten. So, einerseits du. Orders Road. Maximal bitte. Das gleiche auch bei dir. Road. Maximal. Oh, das. FAS looking at another train. Ja, ich weiß. Das werde ich mich gleich kümmern. Da, der Zug. Kann auch los. Der Zug ebenfalls. Oh, jetzt geht's hier ab. So, alle auf Fahrt. Da unten haben wir auch noch einen platziert. So. Alla, was für ein Spektakel. Ja, den machen wir auf grün. Wobei, der Brot ist da besser. So, auch er kann losfahren. Auch wenn er nicht weit kommt, genauso wie er. Okay. Die Züge sind soweit. Okay, stopping at red board. Alles klar. Jetzt müsste ich auch hier das sehen. Silver. Normal nach rechts. Das passt erstmal. Ich krieg eine Flasche von mir. Sehe ich wieder nichts.
Okay. Dann Silber einmal einfahren. Wir machen da mal rechts. Moment mal, nach links müssen wir hier. Aber hier rechts, links. Kannst du hier schon mal weiterfahren? Okay. So, der Kollege da oben. Du fährst nach links raus. Links Hemingway rein. Du darfst auch mal losfahren. Mach mal das mal so. Okay. Ich denke, it passt. Ja, ich weiß. Looking at another train. Schauen wir mal, was die Kollegen hier so machen. Du kannst nicht fahren? Warum nicht? Mann. Achso, warte mal, das muss ja hier abzweigend sein. Ja. Okay. Das funktioniert. So, dann können wir hier den nächsten. Achso, nein, ich kann hier noch gar nicht reinlassen. Wie schaut's denn da unten aus? Nächste Güterzug wartet, dann können wir hier schon mal die Weichen machen. Für. Na, ob das jetzt. Mal die Weiche, die Weiche. War das jetzt das Richtige? Mal ganz kurz selecten. Ja, der fährt los. Sehr gut. So, dann haben wir noch den Collision-Karte. Sag mal, der war aus Andrews. Ne, warte mal. Was jetzt hier losgefahren ist. Du bist einer für Andrews. Heißt, Idee standardmäßig, na, du müsstest hier noch links rein, ne? Ich glaube, der muss hier so fahren. Und fährt dann da rein. Okay, das wäre das. Der Güterzug von da oben. Der muss so. Und so. Glaube ich. Ja, mal kurz selecten. Was machst du? Nee. Was ist die hier? Ja. Okay. Passt. Macht sich auf den Weg. Schau mal, habe ich bei dir nichts gesagt? Du sagst. Orders. Road. Forward maximal. Der fährt hier immer geradeaus, nur hier braucht er jetzt einmal abzweigend. Der muss nach da unten dann. Okay, so, Silber, Einfahrt. So, dann machen wir hier mit die Weiche richtig. Dann können die beiden da los. So, dann glaube ich, hätten wir soweit alles vorbereitet. Da ist ja der nächste hier drin. Haha, ist schon irgendwie geil. Hemingway, Bryson, warum sehe ich die eine Bryson-Lok hier nicht? Weil er hier noch am Düsen ist. Arrived at Disboro Depot. Sehr gut. Du kannst dann auf normal hier einfahren. Disboro passt.
Ah, kommt schon der nächste. Wie geil. Silver. So, hier bei Bryson. Induced. Ja, nur beide fahren. Warum sehe ich den anderen Spielzug nicht? Was macht der? Der steht da hinten. In der Weiche da vermute ich mal, oder? Ja, okay, fährt weiter. Dann machen wir die jetzt alle mal wieder in Grundstellung. So, wie sieht's denn aus? Oh, Ela, Einfahrt. Mit Weiterfahrt. Da sind wir noch occupied. Den Witt hier müssen wir von links einfahren. Bryson. Von rechts nach links. Passt. Was? 89? Ist doch falsch. Machen wir so. Okay. Wie sieht's aus mit dem Zug aus Vitje? Bist du nicht los? Selecten. Wo fährst du nicht? Trackspeed 35. Ja, warum fährst du nicht? Du müsstest doch da einfach rausfahren können. Ich glaube, den müssen wir uns mal ganz kurz anschauen. Hallo. Weil die sind doch eigentlich alle eingestellt. Wie dir, Ella? Junge! Trackspeed 35. Sag mal, kommt er damit nicht klar, dass er hier auf dem Abstellgleis ist? Mit dir mal manuell fahren. Ist auch hier Order Stop? Oder? Da bin ich fahren. Ja, gut. Dann. Delete. Was soll's, wenn er nicht will? Wir haben ja eh genügend unterwegs. So, deleten, deleten. Alles klar. So, hier unten. Die Güterzüge. Jetzt muss der hier unten nochmal raus. Hier bist du jetzt nicht raus, Dapper? Select, follow, mal ganz kurz gucken. Ja, die war ich, passt ihm nicht. Machen wir das mal so. So, Kollege, war los. Ja, die Anzeige ist noch ein bisschen semi-geil da hinten. Was beschwerst du dich denn da? Lass den Kollegen da mal fahren. Das ist schon eine Sinfonie von Wagen hier. Naja, ist ja gut. Ah, wie geil. Södele, das wäre das. Oh, die war hier noch richtig und dann immer wieder richtig. Okay, der ist jetzt bei Ela. So, ach so, shit, ja, bei Vitya muss ich jetzt die Weichen noch richtig machen. Stimmt, der Corneli-Zug ist auch nicht am Losfahren. Södele, einmal so und dann sind die hier wieder happy. Okay, du fährst normal auf rechts ein. Das machen wir normal.
Es wäre das. Okay, der ist gerade am Ausfahren. Links kann weiter. Der fährt bis Bryson. Occupied. Nine Cars. FSA haben wir hier. Arrived at Rodo Station, Alaka Junction, PSA. Ich brauche mal abweichen nach links. Das war richtig. PSS. Du fährst nach rechts weiter. Dann mach mal abzweigend nach rechts. Er hier kann abzweigend rechts. Dann kann man den nächsten rausfahren lassen. Anaka-Zug ist draußen. Brooks. Links, links. Andrews. Dann mal hier nach links weiter. Da, der Güterzug da. Bryson. Immer noch nicht weg. Okay, schauen wir uns den mal ganz kurz an. Was findest du jetzt uncool? Die Weiche da. Und die da. Und dann fährt er los. Okay. So. Hier ist immer noch besetzt. Dann kannst du hier auf abzweigend rein. So, du kannst normal weiterfahren. Habe ich da hinten noch einen? Ich glaube nicht, ne? Kurz mal kurz schauen. Ansonsten, glaube ich, sind jetzt hier alle unterwegs. Dillsboro Silver. Kommt noch einer. Ist drüber. Der kann losfahren. Der Ela kommt da rein. Oh, das wird doch ein bisschen stressig. Ah. Sehr gut. Okay, da geht's noch nicht. So. Naja, Übergang vermutlich. So, Frank Andrews. Ela blockiert. So, dann haben wir hier die Einfahrt. Pulling at Redboard FS 917. Du hast Einfahrt. Neun, sieben, zehn. Ach, da, da hinten. Okay. Ist auf dem Weg. 1977. Was machst du? Stehst du da so lang? Ist das? Das ist hier. Der will noch irgendwie nicht weiterfahren. Oder Station Stop. Rodo. Okay. Departing. Hemingway Station. Was ist da? Du fährst nach Andrews. Kannst auch hier gerade weiterfahren. So. Occupied Citrus Car, ja, wegen den Weichen. Trake 987. Kannst du auf rechts einfahren? Ah, da hinten ist jetzt ein bisschen Stau. So, Bryson, wenn wir hier mal die Weichen hier richtig machen. Einmal so, einmal so. Naja, ist ja gut. Barkas Durchfahrt.
Sagen wir mal, bis Thomas Valley für unseren Zug da. Bis da scheppert. Schöne Sache. Ah, das ist mal wieder ein Multiplayer. Jetzt habe ich mir noch ein paar Züge hier ausgesucht. Departing at Rodo Station. Finally. Sind nicht so schnell unterwegs, die Züge da. FRB 300. Was ist einer von denen hier? Ja. Okay. So, du kannst abzweigend abfahren. Du kannst schon mal eins weiter. So, kurz vor Vitia. Einfahrt steht. Vielleicht sollte ich mit den Ausfahrten von den Personenzügen warten, bis die mir sagen, dass sie abfahren. Yes, Andrews. Auf dem Weg nach McLean. Alla. Da gehen die Klingeln ab hier. Yes, Andrews. Ausfahrt. Komm mal, dann machen wir hier die Einfahrt. Zwei Personenzüge hintereinander. Gütezug hätte ich eigentlich auch ausschicken können. So was machen wir jetzt auch. Das passt. Du musst eigentlich hier nicht abzweigend fahren, merke ich gerade. Alaka. Okay, das war der hier. Alaka Junction, receive passenger tickets fair. Ja, das Geld ist jetzt eh egal. So, da haben wir einen Zug in Vitia. E.S. Bryson. Und du kannst hier einfahren. Du kannst auch einfahren auf normal. ESA fährt weiter. Müssen wir dann E. Da eins weiter fahren lassen. Für Element. Element normal einfahren lassen. Wester, Entschuldigung. So, was geht denn da hinten eigentlich ab? Nochmal zur Kontrolle. Wir sind fleißig am Fahren. Steht am Signal. Steht am Signal. Ja, passt alles. Tut alles Tuten hier. Hier ist 10. Stopp. Hier ist 10, PS10, PS10. Das PS ist 19. Hier ist alles gut, da ist alles gut. Vitia Depot. Ja, du kannst auch eins weiterfahren. Und du eigentlich auch. Erst dem halt hinten auf. Und da werden wir die erste Kreuzung haben, der Zug aus Vitia und der hier mit Thomas Valley. Ich würde eigentlich gerne noch eine Überholung hier hinkriegen.
Sieht gut aus. Du fährst beide. Oh, jetzt müssen wir dann eh schauen, dass wir hier keinen Gridlock hier hinkriegen. PS Entrance. Ich glaube, die lassen wir hier noch weiterfahren. PSA, FRA. Ja, Stau ist unvermeidbar. Okay, du kannst nach rechts ausfahren. Du wirst aber hier reverse nach rechts. Ah, okay. Also Barkers. Wilment. Boah, der ist so langsam, dieser Zug. Weiß. Kurz auf die Karte gucken bei Alarka. Ja, die schauen sich jetzt so an. FRA ist direkt dahinter. Ach, geht doch. FRB 300. Muss jetzt nicht mittlerweile ein Block frei? Bist du? Alles? Check Speed. Kann Select. Ah, jetzt ist er am Losfahren. Ziemlich spät. Die Parting Alarka Junction 10:10. Okay. So ein Personenzug könnte die bis McLean fahren lassen. Ich glaube, ich könnte eine Kreuzung hier in Antalya machen. Oh, der ist drüber. Ja, komm, ich lass dich mal eins weiterfahren. Du fährst nach rechts aus. Jetzt lass mal rechts ein hier. Du kannst normal einfahren. Und dich lass mal raus. Spaßig. Wintertzug ist abgefahren. Du kannst auch eins weiter. Oh, scheiße. Nein. Darf ich nicht weiter vor. Oh. Jetzt habe ich ein Problem. Nee, habe ich nicht. Das war jetzt nicht sehr schlau, was ich da gemacht habe. Jetzt haben wir hier den Personenzug. Und den Güterzug hier hinten. Jetzt müssen die da rein. Der muss dann rausfahren, damit der Glühsock da reinfahren kann. Und dann kann der andere wieder raus. Das heißt, du bleibst da drin erstmal. Was wie Railroad. Okay, Einfahrt für dich. Wird ein bisschen brauchen. Einfach normal umgestellt. Ich hoffe, das funktioniert soweit. Alles mit den Leistungen, die ich mir da ausgesucht habe. Mit
dass mir noch ein Zug irgendwo stecken bleibt. Nice. SA-Einfahrt. Personenzug durchfahren lassen. Ja, nein, vielleicht. Ja, lass mal die da mal kreuzen. ES10, dann fährst du hier reversed ein. Hoffentlich geht es auf. So, einmal auf normal, das macht mich ein bisschen nervös. So, der Kollege kann auch eins weiter. Messenger A. Conny McLean auch gerade erstmal einfahren. Oh, schade, kein drittes Mal. So, Thomas Valley. Sehr gut. Ja, Gütezug ist mir jetzt egal. So, Thomas Valley, normal Einfahrt. Wir fahren auf normal weiter, noch ein bisschen nach links. Arrived at Topton Station. Es ist gerade ein bisschen viel Gebimmel hier. So. Erst am Abfahren. So, dann muss gerade er da hinten. Und gerade hinterher. Er bleibt stehen. Ich glaube, wenn wir das dann hier so machen, nach rechts. Problem, Problem. Nach rechts normal. Ah, halt rechts normal. Und da fahren wir dieses Foto oben rein. Falsche Richtung. So, dankeschön. Dann wäre das erledigt. Oh, geil. Das geht ja nicht, ne? Ja, nee. Aber jetzt. Perfekto. So, du kannst einfahren in Brooks. Er fährt weiter. PSA, PSA. Warum bist du da auf Rot? Stehst du? Guck mal, das mehr, was war das jetzt hier? Topton. Schauen wir mal in Topton kurz nach. Topton. Können wir das mal kurz angucken. Ach so. Kollege, bist du hier drüber gefahren? Wieso bist du drüber? Was ist mit dir los? Session Shop Topton. Das ist einfach genau da drüber. Der blockiert mir hier alles. So ein Arsch. Ja, gut. Ist was ist. So, da hinten kommt jetzt weiß auch mal in die Gänge. Haben wir. Sag mir, hatte ich nicht noch einen Güterzug? Ach, der Cornelli-Zug ist auch nicht losgefahren. Ach, was haben wir? Gehen wir mit Alaka. Lieber Alaka-Zug, du kommst nicht raus, weil. I guess die Weiche da. Und die da. Das ist für Andrews ein Güterzug. Mal kurz selecten. Ja, da gibt Gas. Und die Weichen da oben müssten auch passen noch. Ja. Okay, na kommt der nächste Gütezug.
Es ist irgendwie echt schade, dass Alaka Branch da hier nicht mit dabei ist. Das wäre wirklich noch ein Fest gewesen. Sehr gut. Thomas Valley. Der ist immer noch nicht so weit. Der bleibt. Fährt auf der anderen Seite ein. Sollen wir den auch losschicken? Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen brenzlig. Ja, wobei, er fährt weiter. Kann ich mal weiter schicken? Die schicke ich auch eins weiter. Nice. Es wird jetzt dann hier gleich frei. Einmal nach rechts. Perfekt. Ja, macht schon Spaß, wenn hier noch ein bisschen Traffic ist. Hat was. Sollen wir uns das anschauen, wie der da hinten einfährt? Wo ist denn das? Nantala Toppen. Ah, fahren wir doch mit dem mal eine Runde mit. Ey, ihr seid aber nicht schnell unterwegs. Weil die andere Lok auch gar nichts macht. Soll man doch vielleicht Multiple Unit anmachen? Und Cutout. Das wäre vielleicht eine schlaue Idee, damit die hier schneller waren. Wenn das noch die KI selbstständig machen würde, ne? Auf Multiple Unit wechseln. Ah, wobei, das könnte nicht immer gut sein, wenn du dann mit der anderen Lok selber fahren müsst und die KI soll da irgendwie helfen. Geil. Okay. 300 passt. Endlich am Losfahren hier. Oh, da hätte ich dich auch gerade schicken können. So habe ich gesagt. Ach so, Reverse, weil natürlich der andere schon die Einfahrt hat. Haben wir die erste Kreuzung. So, sonst noch irgendetwas, was ich gerade machen muss. Er ist in Vitia. Du fährst noch bis Bryson. Das heißt, hier alles huge. Einmal nach links. Bis Bryson normal nach links. Okay, Zug erledigt. Der ist auch erledigt, dann kann der Güterzug dann hier losfahren. So, Wilmont. ISS. Güterzug. Ich den weiterfahren lassen. Ja, eigentlich schon. Und du fährst auf Reverse ein. Toppen Einfahrt. Ich glaube, jetzt laufe ich auf ein kleines Problem hin. Oder? Nee, ich darf da jetzt keinen Zug mehr reinschicken. Anhalten. Nee. Das geht sonst nicht auf. Die kreuzen sich, der muss dann da runter. Gibt es dann hier nochmal eine Kreuzung? Andere. Oh, Scheiße, nee. Also, jetzt muss ich das mal kurz durchspielen. PS Andrews fährt dann hier rein. PSS Dev Andrews fährt dann da rein. Der kann dann eins weiter. Der fährt dann hier rein. Der fährt dann raus. Der kommt dann da rein, der wieder raus. Nicht das Schlaueste, was ich jetzt hier gemacht habe.
So, Zug in Element. Hier ist der Frachtzug. Holding at Redport, ja, ist gut so. So, Güterzug nach links. Du kannst eigentlich weiterfahren. Wollen wir da mal eine Überholung machen von dem Personenzug? Ist was, warum eigentlich nicht? den schickt man in Bryson auf Gleis 2, aber. Das ist Duty. Du kannst wieder zu. Du fährst auf Reverse hier mal ein. PSA, du kannst auf normal hier einfahren. Und er muss stehen bleiben. Leider. Ja, was ist, wenn ich. Ja, es ist ein Passenger Service. Also die werden wir beide. Ich hätte jetzt gerade überlegt, ob ich den Güterzug dem hinterher schicke. Und mir drei Blocken hier. Und die nacheinander da rausschicken lassen und den halt weiter warten lassen. Aber das er fährt ja nicht direkt weiter hier. Dies ist üff. Andererseits. Mit der Güterzug kann dann hier eigentlich mal eins warten. Dann muss der Personenzug mal ein bisschen warten. Ich glaube, das mache ich doch. Komm mal los da. Ja, dann kann ich die alle eins weiter schicken. Normal nach rechts. Du kannst reversed einfahren. Und hier dann auf normal nach rechts. Es müsste ja aufgehen. Achso, toppen. So, hier findet gleich die Überholung statt. Die sehen sich dann auch gleich in Kürze. Beide los. Wir könnten uns eigentlich in Nantala hinstellen. Und auf die Züge warten, weil da ist dann halt gerade ein bisschen Action. Der Rest macht dann sowieso erstmal sein Zeug. Und tada. Mal hier rein. Bitte nicht abschmieren. Oh, Stichwort abschmieren. Ich sollte bei Gelegenheit vielleicht mal speichern. Safe. Dankeschön. Das könnte jetzt ein bisschen dauern, bis die Züge hier ankommen. Es war's, liebe Leute. Wir machen mal ganz kurz einen kleinen Cut, bis die Züge hier einfahren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Da bin ich wieder. Es ist gar nicht mal so viel Zeit vergangen. Da kommt der erste Personenzug an. Sehr nice. Mich dann entsprechend pfeifen, wenn er hier ankommt. Und erst einmal runterbremsen. Ah, schade, dass es nicht zeitgleich ist. Moin, Kollege. Alter, wie die in die Kurven reingeht. Das ist einfach nicht normal, wie die Kurven geht. Ja, doch nicht pfeifen. So, und theoretisch dann mit Abstand hinterher kommt der eine Güterzug.
Okay, wunderbar. So, es wird natürlich entsprechend lange dauern, bis die ganzen Züge da hinkommen, wo sie eigentlich hinkommen sollen. Also es ist ja immerhin Railroader, da dauert die Fahrt halt ein bisschen. Und, oh, da kommt der andere. Na, also das geben wir uns jetzt noch. Das ist ja fast zeitgleich. Wie geil. War nicht so geplant gewesen, aber es hat funktioniert. Die anderen Züge müssen jetzt einfach mal kurz warten. Kommen Sie rein, Kollege. Was denke ich, du am Wasser braucht? Ja, gar nicht so viel. Der wird gleich richtig was verbrauchen, wenn er weiterfährt. Einsehen. Ha, was eine gigantische Lok. Okay, liebe Leute, das war's erstmal für die Episode. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Als Zwischenfazit würde ich sagen, man kann durchaus mit der KI Spaß haben als Dispatcher, aber ersetzt natürlich den Multiplayer nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und dann bis bald in Railroader und dann glaube ich, fange ich mit euch nochmal neu an. Macht ja doch ein bisschen Spaß. Also, macht es gut. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.